Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin und meine Katze. Auch nicht mehr. Ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Ich habe mir etwas bestellt. Da wird gleich der eine oder andere bestimmt Fragen zu stellen. Warum? Weshalb? Ich werde hier erstmal alles ein bisschen wegpacken hier. Ich hatte nämlich gerade noch die Videos zu den Headsets gemacht. Oh, ist das nicht. So, was haben wir hier wieder? Herzlichen Glückwunsch, liebe Amazon-Kunde. Sie haben einen Reisegutschein im Wert von 100 Euro gewonnen. Ist ja auch mal nicht schlecht, mal kein Wein, mal Reisegutschein. Ihr Amazon-Gutschein Reise, 100 Euro auf Ihren Flug. Pauschalreise, 25 Euro und Gutschein für Buchung. Ja, ich 3 Gutscheincodes gekriegt. Aber hier liegt so im Wert von, ja, das sind schon hier 175 Euro, also nicht 100, 175 sind das. Von ab in den Urlaub.de. Ja, so, da muss ich mal was zu sagen. Ich würde mich echt riesig freuen, wenn mal Gutscheine mit bei sein würden, über die ich mich freuen kann, mit denen ich was anfangen kann. Wenn ihr mir Gutscheine über Wein gibt, kann ich nicht mehr anfangen, ich trinke keinen Alkohol. Gutschein für, ja, bringt mir auch herzlich wenig, ich habe Agoraphobie, ich kann nicht verreisen, also kann ich damit nichts anfangen. Wer einen 100 Euro Gutschein für ab in den Urlaub.de will, meldet sich, kann er vom Jahr haben, brauche ich nicht. Ja. So, also ich würde mich echt mal freuen, wenn auch ein Gutschein mit bei ist, mit dem ich was anfangen kann. So, jetzt wollen wir das hier mal auspacken. Und zwar ist es das. Ja, da wird sich der eine oder andere fragen, was? What? Ja, es ist der Amazon Fire TV Stick. Ich habe mir noch den Stick bestellt. Da ist die Fernbedienung drauf, da ist der Stick drauf. Ja, das werden wir gleich mal unboxen. Und dann werden wir noch ein Hardware-Video machen, logischerweise. Und Hardware-Check mache ich heute Abend. Ich werde natürlich mein Kodi auch wieder installieren und so. Da gibt es jetzt Möglichkeiten, wie ihr das ganz einfach macht. Ihr braucht nicht mehr irgendein extra Programm irgendwie hacken oder irgendwie dergleichen. Ich brauche nur meinen Kodi und den werde ich mit euch dann ganz einfach installieren. Das ist der ganze Stick. Ist ja geil. Ist das nicht clean? Ist das geil? Fuck, ist das geil. Hier ist die Fernbedienung. Die hat natürlich keine Sprachsteuerung, aber dafür können wir unser Handy ja benutzen. Dann haben wir hier Anleitung, Kabel. Oh, ist ja cool. Das ist diese Erweiterung für HDMI. Also finde ich geil. Finde ich echt nice, das Teil. Sehr schicki. So, dann haben wir hier noch den Stromkabel. Auch hier wieder schön mit Amazon-Logo. Das werden wir im Hardware-Video uns ganz genau angucken. Dann haben wir eine Batterie. Noch eine Batterie. So, und somit ist der Karton jetzt
leer. Können wir das hier alle wieder einpacken. Man sieht doch, Fire TV Stick. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Aha. Vorsichtig abmachen. So. Ist nicht mal gebrochen bei mir, das Siegel. Wie cool ist das denn? So, dann kann ich das hier auch wieder vernünftig drin machen. Das soll ja denn auch zu meinen anderen Kartons, die schmeiße ich ja nicht weg, soweit. So, und wir bekommen dann halt dazu einmal ein Heftchen, Amazon Fire TV, dann so ein kleines Zettelchen, dann haben wir hier so ein, ich werde mal rauszoomen, den Stromadapter, wir haben den eigentlichen Fire TV Stick, der kleiner ist als die Fernbedienung, also Leute, wie geil ist das denn? So, denn logischerweise die Fernbedienung haben wir noch dazu. Dann haben wir zwei Batterien mit dazu bekommen. Wir haben den USB bzw. Powerkabel, damit wir den Fire TV mit Strom versorgen können. Und nochmal ein Adapterstück. Das werde ich dann im Hardware-Video ganz genau erklären, wofür was jetzt ist. Also das ist doch schon mal ein ordentliches Paketchen, würde ich sagen. Ja. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich im Hardware-Video, weil ich bin jetzt gespannt. Ich will jetzt mein Stick richtig auspacken und Kabel dran klatschen und ja, testen. Jo, bis gleich.